Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben bei der Wüstenbasar-Mine. Wir haben es verkackt mit der Gerudo-Mine, beziehungsweise nicht wir, sondern ich. Weil ich scheiß Mongo bin. Aber ja, jetzt müssen wir hier hin. Hier bin ich sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Das wird die schwierigste Truhe, die wir jetzt kriegen können. Es gibt noch eine zweitschwierigste, aber ihr werdet gleich sehen, warum. Das wird jetzt ein sehr, sehr harter Kampf. Wir müssen das Master-Schwert fertig machen dafür. Ihr werdet gleich sehen, wofür. Moment. Nein. So, wir brauchen was Starkes. So, weil jetzt wird es gleich richtig hart. Wir müssen zu Himmelblau. Das wird jetzt gleich richtig, richtig hardcore werden. Das werde ich euch versprechen. Das müsste Majora's Mask sein. Das ist die Majora's Mask. Das ist die am schwierigsten zu bekommende Maske, die wir uns holen können. Aufgrund der Gegner. Ihr werdet es gleich selbst erleben. Seid gespannt. Und damit meine ich nicht, dass wir hier rüberfliegen müssen. Das ist noch der leichte Teil. Lull. Schwimmende Arena. So, jetzt wird es ganz witzig. Das müsste die schwierigste Arena sein, die wir machen können. Ja, das wird hardcore werden. Das wird richtig, richtig übel werden, Alter. Ui, los geht's. Das kannst du schön vergessen, Alter. Wow, vorsichtig. Der erste ist noch einfach. Wir müssen 5 Stück besiegen. So, er kommt wieder angelaufen. Oh, das war knapp. Das war's mit dem ersten. Leunen-Säbelhorn, eines der beiden Hörner eines Leunen. Es ist extrem scharf und erhöht die Angriffskraft, wenn es an einer Waffe befestigt ist. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Leunen-Massivhorn, eines von 2 Hörnern eines Leunen mit klauenförmigen harten Ausbuchtungen. An Waffen befestigt, erhöht es die Angriffskraft. Verkoche es mit Kleingetier zur Medizin. Leunen-Schild, ein robuster Metallschild, der Leunen dank seiner Klinge ist er von einem geschickten Kämpfer auch als Waffe einsetzbar. Dass der Leunenbogen, der normale, schon schwächer ist als unserer. Das ist schon bitter, Alter. Los geht's. Das kannst du schön vergessen. Und schon ist unser Master-Schwert kaputt. Oh, das wird so furchtbar. Woo! Oh, shit.
Okay, der macht jetzt auch schon Feuerattacken. Das war knapp, er hat mich erwischt. Oh, Brudi! Übertreib, Alter! Das war nix. Voll daneben. Und das ist dein Ende. Auch der ist immer noch schwächer als alles, was wir haben, Alter, lol. Oh, damit ist unsere nächste Waffe kaputt. Wir haben zum Glück einige Waffen. Vergiss es. Oh, shit. Er ist an der Truhe, hängen geblieben, der Lappen, Alter. Nice. Oh, schon wieder? Vergiss es. Das endet nicht gut. (lacht) 48, dann als nächstes die Waffe hier. Oh, shit. Nein! Du stinkst! Das kriegst du zurück, Alter. Er ist dead. Sehr schön. Haben wir irgendwas zu essen? Oh, scheiße. Nein, haben wir nicht. Wir müssen sehr, sehr doll aufpassen. Auf unsere Herzen. Leunenherz. Diese hochgeschätzte Zutat kann von einem Leuen gewonnen werden. Es pulsiert mit der Kraft eines Leuen und ist eine äußerst wertvolle Zutat in der Medizinherstellung. Der Bestienbogen ist de facto einfach stärker als das, was wir haben gerade. Sehr gut. Tja, das wird nichts, Brudi. Du bist zu nah. Dich kann ich aber wieder normal angreifen.
Na, das habe ich noch nie ausprobiert, dass das auch funktioniert, lol. Chillig. Du wirst mich so nicht treffen, Bruder. Vergiss es. Oh, scheiße. Fuck. 45, geh hier als nächstes. Oh, Brudi, du bist aber angerannt gekommen. Gleich haben wir ihm schon die Hälfte abgezogen. Jetzt. Oh, shit. Lauf! Du wirst gar nichts machen, Alter. Und damit ist das nächste Schwert hinüber, Alter. Unsere Waffen gehen gerade flöten, wie nichts Gutes. Vergiss es. Oh nein! Das war wieder mal so typisch, dass mir mein Schild jetzt drauf geht, Alter. Der hat das einfach mit einem Schlag weggepustet, Alter. Oh, shit. Und das ist noch nicht der letzte. Ich will es nur mal so erwähnen. Ne? Der kommt jetzt. Silberner Leune Säbelhorn. Es ist ultrascharf geschliffen und durchdringt schier alles in einer... An einer Waffe befestigt, erhöht ist die Angriffskraft extrem. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Silberner Leune Massivhorn. Eines der beiden Hörner eines silbernen Leunen, so hart wie Diamant. An einer Waffe befestigt, steigert es die Angriffskraft extrem. Es gilt auch als wertvolle Medizinzutat. Oh, wir haben da einen Chimärenbogen. Der ist besser als das, was wir gerade haben. So, das hier wird jetzt leider sehr, sehr unangenehm werden. Oh, shit. Der hat mein Sonanium-Schild einfach mit zwei Schägen weggeballert, ne? Geht doch. Oh, scheiße, das war es immer noch nicht. Wir brauchen gar nicht angreifen, wir müssen erst... Jetzt können wir kämpfen, endlich. Na, was machst du jetzt, hä? Deine Rüstung ist weg, Bruder. So, als nächstes die 45er.
So, diesmal nicht. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Entschuldigt das, Leute. Die Leute zu bekämpfen ist halt echt unschön. Damit ist die nächste Waffe Schrott. Oh, shit. Damit ist der nächste Sonanium-Schild Schrott. Ihr seht es, wie uns einfach die Schilde flöten gehen, ne? Wow! Brudi, Alter! Vergiss es. Oh, shit. Das war knapp. Das war's. Oh. Und natürlich nehmen wir den Chimärenbogen mit. Alter, wir haben schon ganz schön viele Bögen, ne? Das ist echt nice. Aber Waffen wären ganz schön und nicht sowas wie ein Soldatenschwert oder eine Ritterlanze jetzt. Hier haben wir noch so ein weißer Leune-Massivhorn, Leunenhuf. Ein Sonaniumbogen, der ist nutzlos. Königsbogen, das ist die einzige Waffe, die etwas taugt. So, jetzt heißt es wieder Schilde und Waffenfarmen. Das war hardcore. Eine Maske aus fernen Zeiten. Sie hilft dem Träger, sich vor den meisten Monstern zu verstecken. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Majora's Maske. Ja, ein seltenes Stück, was nicht einfach zu erlangen ist. Wir haben dafür auch einiges geopfert, leider. Furchtbar. Das Ding hier haben wir schon. Markierung löschen. So, dann holen wir uns als nächstes den Schatz. Das ist auch wieder so ein Arena-Ding. Gibt es nicht noch etwas, was wir nicht mit Arena-Ding machen müssen? Das ist auch so ein Arena-Teil. Hier ist ein anderer Schatz. Hier ist noch ein Rüstungsteil. Das könnten wir holen. Wir müssen jetzt eh gleich erstmal an der Wurzel warten, bis unser Life wieder aufgefüllt ist. Das dauert leider einen Ticken. So, dann los. So, jetzt müssen wir leider einen Moment warten. Das hätte man ruhig ein bisschen schneller machen können. Nicht, dass ich die Herzen einzeln aufladen, dass ich gleich alle sofort aufladen. Weil das ist halt völlig bescheuert. Was soll das? Gut, wir sind aufgeladen. Das Masterschwert einmal ausrüsten.
Gut, aber wir haben tatsächlich weniger Waffen verloren, als ich das gedacht hätte im Kampf gegen die Leuen. Und jetzt sollten wir ganz dringend was essen. Ich muss unbedingt offscreen kochen wieder mal, Alter. So, damit sind wir voll, das ist gut. Dann los. So, wir müssen ein kleines bisschen laufen, um dahin zu kommen. Und wir müssen Donnerblumen einsammeln, ganz wichtig. Wir brauchen Donnerblumen. Oh, ich habe den falschen Bow ausgerüstet. Das ist schlecht. Weil ich möchte die starken Bögen nur im Notfall einsetzen. Wenn hier irgendwo noch mehr Donnerblumen rumliegen, müssen wir die einsacken. Oh, wir müssen da ganz hoch, ne? Oh, das wird sehr unangenehm. Aber das war aus meiner Sicht der schwierigste Kampf im ganzen Spiel, den wir gerade gemacht haben. Es gibt keinen schwierigeren Kampf als den in der Arena. Nicht mal der Endboss-Kampf vom Spiel ist so schwer. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Nintendo abkommt von diesen... Die Waffen zerbrechen andauernd. Das ist unglaublich nervig einfach. Das ist halt echt nicht cool. Ich würde mir wünschen, dass sie hier sowas wie einen Schmied eingebaut haben, wo man seine Waffen reparieren kann. Ist halt echt kein gutes Feature aus meiner Sicht. Lieber, man findet ein paar bestimmte Waffen, ein paar coole Waffen, die man dann reparieren muss. Das wäre viel, viel cooler. Und das Master Schwert ist dann die ultimative Waffe, die man sich holen kann, die gar nicht kaputt geht. Und das würde ich cool finden. Ich würde das dann auch so machen, wenn ich mal so darüber nachdenke. Man kann sich das Master Schwert, wenn man will, am Anfang holen. Dann wird das aber extrem schwer, weil ihr gegen extrem starke Gegner kämpfen müsst. Und das würde ich dann cool finden. Aber mal gucken, wie das, was das nächste Zelda dann da so plant. Ich hoffe nur, dass die Open World nicht mit so viel nutzlosen Kram wie Tears of the Kingdom jetzt gefüllt wird. Ich bin relativ froh, wenn ich das Ding mit euch abgeschlossen habe. Ich werde das nicht nochmal zu meinen 100% machen, weil es halt einfach absolut sinnfrei ist. Solche Geschichten. Shooters Lavafälle. Jetzt heißt so, irgendwo hier ist das Ding. Bin ich sicher, dass das irgendwo hier ist? Ja, so ziemlich. Cap of Time located. Da oben. Da ist es auch schon. Gut, das war mir klar, dass es hier extrem heiß ist. Die Seelen sollten wir übrigens mitnehmen, so gut es geht. Weil auch dafür kriegen wir nachher noch ein Rüstungsteil. Zeitmütze. Der Held, der durch die Zeitreise soll sie getragen haben. Passt Kindern und auch Erwachsenen. So, dann hätten wir das Ding hier. Das ist ein anderer Schatz. Das ist nur eine Arena. Das ist eine Arena. Das ist eine Arena. Damit haben wir die Cap of Time. Habe ich sonst noch irgendwas außer die Dinger jetzt? Nee. Wir haben nur noch Arenen. Das ist richtig gut, Alter. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach hier hin. Ich bin so froh, wenn ich das mit euch durch habe. Das, was wir danach machen, ist... Wir machen die beiden Feen-Quests, die wir noch offen haben. Und dann muss ich die Materialien holen, um die drei oder vier Rüstungen, die wir aufwerten müssen, hochzuleveln.
Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns endlich an die Story machen und dann bewegen wir uns auf die Zielgeraden zu, was das LP angeht. Bis auf, wir machen noch alle Nebenquests, aber wie gesagt, da schreibt ihr mir das gerne in die Kommentare, ob ihr die Nebenquests sehen wollt. Dann hauen wir auch noch alle Nebenquests durch. Weil wie gesagt, zu den 100% zählen die jetzt nicht. Die brauchen wir, die glutheiße Arena. Die braucht ihr nicht für die 100% machen. Aber wenn ihr sie sehen wollt, mache ich die gerne für euch. Je nachdem. So, mal gucken, was uns in der glutheißen Arena für Gegner erwarten. Okay. Das geht klar. Wir müssen aber darauf achten, dass wir die Billigwaffen nicht einsacken, Alter. Und er brennt. Und er ist auch dead. Nice. Oh, shit. Kacke, Alter. Die kommen genau hier raus. Nö. Der Kampf ist, wie gesagt, jetzt... Also, dieser Kampf ist jetzt viel zu simpel. Wenn ihr gegen die Leuen gekämpft habt, kommen euch alle anderen Kämpfer einfach so easy vor. Das ist unglaublich. Ups. Ups. Tschüss. Nein! Pfeile... Oh, ja. Tja, daneben, Bruder. Und wieder daneben, Budi. Das war's, tschüss. Lass sie brennen! Tschüss! Oh, vorsichtig! Er will es wissen, Alter. Und das war's für dich. Wow! Das war gerade mehr als knapp. Tja, perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Arena noch schaffen. Im nächsten Part gibt es auch nochmal eine richtig übel harte Arena. Deswegen wundert euch da nicht. Die zweitschwierigste im Spiel. Das Einzige, was wir hiervon mitnehmen, ist das Teil hier. Die haben leider auch hier nur alles große Waffen. Deswegen ist das ein bisschen, Trauerspiel. Aber das passt schon. So, nehmen wir das Ding mit. Xanthos Helm. Es heißt, der skrupellose Usurpator aus dem Reich der Schatten habe diesen Helm einst getragen. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. So, dann. Die nächste Quest, die wird sein hier. Und das wird richtig übel werden. Also... Nicht so übel, wie gegen die Leuen zu kämpfen, aber übel. Ihr werdet es sehen. Seid gespannt. Das wird richtig furchtbar.
Gut, dann rüsten wir uns schon mal um. Wir haben schon viele Rüstungsteile. Gut, Leute. Das war's dann an dieser Stelle aber mit diesem Part. Im nächsten Part machen wir den wohl, ich würde nicht sagen zweitschwierigsten Kampf, sondern drittschwierigsten Kampf im Spiel, weil der Endboss ist dann doch ein bisschen schwieriger. Wir gucken aber mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zugucken. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.